Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Weiter geht's in meiner FIFA 16 Trainerkarriere mit dem FC Bayern gegen Freiburg. Den HSV mit 1-0 bezwungen. Jetzt muss ich hier meine Muskeln gegen Freiburg spielen lassen. Teammanagement, sind alle fit? So, Badstuber kommt für Boateng rein, der war ja verletzt. Max Meyer nicht hundertprozentig fit. Thiago kommt für Vidal. Ansonsten hätte ich. Eigentlich müsste ich Lewandowski mal draußen lassen. Das werde ich auch tun. Allerdings kommt der Müller vorne rein. Und der. Ah, das ist auch blöd. Max Meyer ist nicht fit. Den müsste ich eigentlich. Das mache ich. So wechsle ich in der zweiten Halbzeit. Ribéry bleibt auch, der hat eine Topform. Ist also wenig mit Jugend forscht diesmal. Ich beginne so. Spielen wir so, auf geht's, auf Weltklasse. So, Auswärtsspiel beim Sportclub Freiburg. Ah. Keine Ahnung, wo die in der Tabelle stehen. Im Moment konzentriere ich mich sowieso nur auf mich und mein Spiel, denn wie gesagt, recht frisch dabei. In der Weltklasse. Ich hoffe jedes Mal, dass es besser wird. Ich bin Sechster im Moment. 4 Punkte. Oh, Stuttgart vorne. Oioioi, würde der Dennis sagen. Aber 4 Punkte sind ein Nichts. Das schaffen wir. Hauptsache Champions League und DFB-Pokal erreichen wir jeweils das Finale. Das ist mir immer sehr wichtig. Letzte Saison das Triple geholt. Das würde ich auch auf der Weltklasse am liebsten in der ersten Saison gleich schon schaffen. Naja, zum Glück ist die Champions League-Gruppe recht einfach. Oh, Nils Petersen, Ex-Bayern, Julian Schuster, Christian Günther, aber Mike Franz. Naja, Freiburg halt. So, fangen wir mal an. Geist wieder dabei. Ich habe gegen den HSV den Fehler gemacht und habe ihn draußen gelassen. So, Robben. Gutes Solo von Robben, aber dann so Thiago heute für Vidal. Nicht, dass der Thiago unglücklich wird. Lahm wieder dabei, der hat ja auch mal eine Pause bekommen. Ui, Herr Badstuber. Das ist eine Chance für sie, heute wieder ein bisschen Fuß zu fassen in dieser Mannschaft. Nach dem Schalke-Spiel hatte ich mich ja dann doch für Mustafi entschieden. Der ließ sich einfach irgendwie besser spielen. Weiß auch nicht warum. So, Müller ganz stark. Robben startet, aber der Pass war mies und es war auch schon abseits. So, Badstuber auf Alaba. Auf Ribéry. Thiago. Oh, Mensch. Menschenskind. Und Neuer spielt mit. Die Torwartsteuerung kann man bei FIFA noch deutlich verbessern. Denn ein echter Neuer hätte den spielerisch gelöst. Bin ich felsenfest von überzeugt. Auf Geis. Aber auch der Pass. Nicht gut genug. Geis, Junge! Nein! Mando! Auf Profi hätte ich den noch ganz locker gemacht. Aber jetzt. Es ist die Anspannung dieser Weltklasse. Ja, es ist echt so. Also ich bin noch nicht so locker wie ein Profi, dass ich die Dinger gerne schlenze. Uiuiui, Freistoß für Freiburg. Seien wir ehrlich, Freiburg müssen wir besiegen. Da gibt es heute kein Wenn, kein Palaver. So, Lewandowski, Müller. Schön auf Robben. Und Robben! Auf Profi wäre das Ding reingegangen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. So, Geis ist wieder da, mein Freistoßexperte und Eckenexperte. Das Ding kommt auf Mustafi! So,
Thiago. Ach, verdammt. So, aber die Geist-Aktion gerade. Ein Max Meyer hätte den wahrscheinlich besser gemacht. Oder? So, schön, Mustafi hier. Läuft ihn hier. Och, Geist, komm schon, Junge. Wenn ich den krieg, wird es hier gefährlich. Immer noch. Schade, jetzt ist... Thiago ganz stark auf. Und wieder das Ding auf Robben. Sau stark, Jungs. Nein! Zu viel Robben gerade. So ein Freiburg kann sich überhaupt nicht frei machen gerade. So schön Robben. Und Robben wieder abgefälscht. Also die Chancen sind schon wieder da. Schön auf Geis. Probieren wir es mal. Gar nicht so schlecht. Der kann ja schießen, der Junge. Das ist ja der Grund, warum ich ihn als Alonso-Ersatz quasi spielen lasse. Fernschüsse, Freistöße, Ecken. Und der Junge ist noch lange, der ist erst 20. Der ist noch lange nicht am Zenit angekommen. Ah, schade, Ribéry zieht raus und Griffo hat hier die Chance. Naja. Und Ribéry, sehr schön. Oh. So, hier wieder Robben, das soll ja so nicht sein. Geiss. Ah, schade. Dribbelkönig Geiss ist er noch nicht. Stark von Badstuber. So, Robben. Auf Lewandowski. Und Müller, nein! Ah. Mann, ich lasse aber Chancen liegen hier. So, mal ein kurzes Ding. Geiss. Das wäre auch zu schön und einfach gewesen. So, Bayern schießt ein Tor. Alaba hat ihn wieder sehr stark gemacht hier. Ribéry mit Geiss. So, nehmen wir mal Lahm mit, wenn er sich schon so anbietet. Auf Lewandowski, sehr schön gelaufen. Schade. Also es fehlt wieder nur das erlösende Tor. Kämpfen, Freiburg, kämpfen. So, da habe ich ihn wieder. Vielleicht noch einmal vors Tor spielen jetzt. Geiss sehr schön auf Robben. Robben! Ich verbrate wieder Chancen heute. Also es fängt langsam an, echt Spaß zu machen, auch auf Wildklasse. Weil, ja, ich kann mir Chancen erarbeiten. Ich spiele die Pässe wieder sicherer. Ich hoffe, die Gegner sind nur nicht zu schwach im Moment, dass das Ganze ein bisschen täuscht. Natürlich Freiburg, HSV, aber... Bremen vorher auch schon und Dortmund
Schalke erste Halbzeit in der Champions League gegen Essien. Oh, gut gespielt hier diesmal. Oh, 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 oh. Geist passt auf. Stark. Nein, 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 nein. Den muss ich spielen. Oder nicht diesen Toreschritt machen. Hätte ich Neuer eigentlich nicht rausholen dürfen. Einwurf Bayern müsste es geben. So, Jungs, jetzt lasst uns mal die Freiburger wieder reindrücken hinten. Oh, Geis. Junge. Nein, wieder zu weit. Den hätte ich mal direkt spielen sollen. Neuer. So, komm, Jungs, jetzt auf Müller. Und Ribéry. Und Thiago. Oh nein, abgefälscht. Wieso denn? Ah, das nächste Mal rechte Ecke. Das ist ja unglaublich. Hätte man jetzt aber auch laufen lassen können. So, noch eine halbe Stunde zu spielen. Noch 0-0. Boah, Alaba war's. Hab jetzt gar nicht mit gerechnet, dass ein Alaba da vorne so drin steht. So, diesmal braucht aber garantiert der Ribéry die Pause. Ich versuche es nochmal mit Leroy Sané und ich stelle das um, was ich vorhatte. Lewandowski raus, Meier. Ja, Müller ist ja eigentlich ein Stürmer. Zumindest glaube ich hier in FIFA. So, das Ding ist für Neuer. Warum kommt er nicht weiter raus? Mann. Also Torwartspiel lässt wirklich deutlich zu wünschen übrig. Jungs. Oh, Geiss. So, jetzt vielleicht. Nein, so doch nicht. Aber die bleiben konstant mit zwei Leuten hinten. Ah, faul. Nein! Doch. Immerhin jetzt Zeit zum Wechseln. Robbery raus, Leroy Sané. Ja, wenn er es nicht bringt, hole ich mir nochmal den Draxler zur Winterpause und verleihe Leroy. Was, Ecke? So, den schnellen Costa habe ich jetzt drin. Stark auf Geis, immer noch Geis auf Müller, ja! Was für ein Spiel. Müller trifft immer, trifft zwar noch, stimmt zwar noch nicht ganz, aber ja, den hätte ich auch mit Geis machen können, aber wenn er so frei steht, ja. Also, wir schlagen heute auch Freiburg, gute Abwehrarbeit und das eine Tor machen wir dann am Ende auch. Und zack. Ja, schon so oft Versuch auch auf Weltklasse-Niveau das erste Mal, dass ich diesen Querball auch reinmache. Erstes Tor in der Bundesliga, Thomas Müller, wird auch Zeit. So, jetzt können wir viel leichter aufspielen. Oh, Geis. Junge. Geis ist guter. So, Meier aggressiv. Geil, schön.
Ah, schade, Müller läuft nicht durch. Aber könnte einen Eckball geben. So, Geis wieder. Versuchen wir mal ein bisschen kürzer. Lasami! Das hätte mich ja gefreut jetzt. Oh, Herr Lahm. So, Müller auf Sané. Leroy Sané. Hat er die Technik? Foul! Mann, Mann, Mann. Hier ist was los heute. Ja. So, nochmal ein Wechsel. Müller tritt wieder an, natürlich. Rechts. Bam. 2-0. Müller trifft immer. Müller trifft wieder. Es müllert wieder. Ach. Erleichterung pur. Die pure Erleichterung hier. Sehr schön. Also, 2-0. Geht doch mehr als nur ein Tor pro Spiel. Vielleicht schaffe ich auch irgendwann die 3-Tore-Grenze. Oder die 2-Tore-Grenze ist es ja eigentlich, sodass ich mein drittes erziele. Ah, schade. Oh. Ich will ja zu 0 spielen hier. Neuer. Und dann ganz schwach. Aber bis dato war es ganz gut. Uiuiuiuiui. Oh. Manometer. Da, jetzt wird es hier nochmal bissig. Geld nochmal für den Freiburger. Nils Petersen, der Blödmann. So, Badstuber auf Lahm. Nochmal Geis. Der sieht hier seinen Ex-Kollegen, Ex-Schalker-Kollegen. Was drehen die denn auf einmal nochmal so auf hier? So, Costa. Oh. So, Geis. Ah, schade, den wollte ich. Und das war's. 2-0 Sieg. Bam. Sehr schön. So soll's doch sein. Herrlich. Heiligsblechle. So, vorbei. Geis, was war das denn für eine Chance? Ach ja. Da kommt er jetzt an den Ball. Oh Mann, langes Eck und flach. Verdammt, warum mache ich es nicht? Naja, beim nächsten Mal. So, Thomas Müller, 8,5. Ja, wer 2 Tore macht, hat auch diese Bewertung ganz klar verdient. Läuft immer besser. Trotz des Dämpfers in Bremen behaupte ich weiterhin, es läuft wieder besser. Das nächste Spiel gegen Celtic. Jetzt machen wir hier nochmal die Spielerentwicklung. Fangen wir diesmal an mit dem neuen Star-Torwart. Heise. Der wird zwar irgendwann nachrücken, aber den werde ich dann verleihen, damit er bei anderen guten Clubs sich noch weiter fortentwickeln kann. Oh, Leroy Sané. Ja, nehmen wir das hier. Immer wo es den meisten... So, dann habe ich natürlich noch Max Meyer. Max Meyer, da hätte ich gerne sowas wie durchsetzen. Klingt gut. Dann brauche ich noch den Geis. Oh, El Rondo, aber oh, schon 26 Millionen. Freistöße zirkeln machen wir heute mal wieder. Ja. Und so, jetzt brauche ich noch, genau, Mustafi. Oh, Rüdiger ist auch, Mustafi ist, wie alt? 24, Rüdiger 23. Naja, machen wir erstmal mit Mustafi weiter. Der kriegt hier El Rondo. So, Punkt. Alles simulieren. Und Heise, Sané, Meier, Mustafi, alle haben sich verbessert. Yeah! Das war ja mal eine gute Ausbeute.
So, beim nächsten Mal geht's an dieser Stelle weiter. Ich gucke jetzt nochmal ins Büro. Achso, das wäre die Pressekonferenz. Beim nächsten Mal geht's hier weiter. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.